Sonax hat für 2020 einige neue Produkte angekündigt und auch schon rausgebracht. Und da werden wir uns auch in den nächsten Wochen noch einige neue Produkte anschauen und auch gemeinsam testen. Und heute geht es um das neue Produkt von Sonax Extreme. Das ist hier der Reifenpfleger. Damit könnt ihr eure Reifen schützen, auffrischen und nochmal einen schönen Farbton rausholen. Und das Ganze soll hier nicht in die glänzende Richtung gehen, sondern das ist ja ein Reifenpfleger mit Matteffekt. Heißt, am Ende soll ein neuwertiger Look auf der Reifenflanke wieder zu sehen sein. Das Ganze soll natürlich auf eine gereinigte Oberfläche aufgetragen werden. Also die Reifen sollten schon grundgereinigt werden, nach der Autowäsche einfach noch mitreinigen, abtrocknen und das Ganze dann auf die trockenen Reifenflanken auftragen. Und deswegen werden wir das heute hier bei mir hier auf die Reifen auftragen, also auf die Reifenflanken, hier auf die Seiten. Und damit wir auch einen guten Vorher-Nachher-Vergleich sehen, werden wir uns erstmal jetzt eine kleine Teilfläche abkleben. Auftragen könnt ihr das Ganze mit einem Schwamm, mit einem Pad oder auch mit einem kurzflorigen Mikrofasertuch. Ich würde heute zum Auftragen hier einen ganz normalen Schwamm nutzen und das funktioniert auf jeden Fall richtig gut hier für solche Reifenflanken. Und wie immer das Produkt erstmal gut durchschütteln und dann werde ich mir jetzt hier ein, zwei Sprüher drauf geben und dann hier auf die Reifenflanke gleichmäßig verteilen. Und ihr könnt das auch, glaube ich, ganz gut sehen. Dadurch, dass das Produkt so flüssig ist, könnt ihr das auch hier ganz einfach verteilen und ist auf jeden Fall auch sehr ergiebig. Also ich komme hier schon um die halbe Reifenflanke rum. Und ich denke, da kommt auf jeden Fall eine schöne Farbe wieder bei raus. Und für die zweite Seite werde ich mir jetzt wieder ein bisschen was aufsprühen. Und dann machen wir es auch hier mit der zweiten Seite. Und auf jeden Fall gleichmäßig auftragen. Ihr könnt auch kreisende Bewegungen machen, dann könnt ihr das hier in die Poren noch einarbeiten. Aber das funktioniert alles ganz einfach und einfach nur mit dem Schwamm hier drüber gehen und schon habt ihr es aufgetragen und am Ende soll das Ganze noch 5 Minuten ablüften. Nach den 5 Minuten schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht und ich werde jetzt mal hier die Klebestreifen abziehen und schaut euch das mal an, da ist ein richtig schöner Unterschied. Ein bisschen was ist mir hier unter das Band gelaufen, ist nicht tragisch. Aber man sieht sofort den Unterschied. Hier habt ihr die verblasste Stelle, die wir mit dem Pfleger nicht bearbeitet haben. Das Ganze wirkt hier grau, blass und ja, ist aktuell keine schöne Reifenfarbe mehr zu sehen. Aber jetzt schaut euch mal rechts und links den Effekt an, der hier durch den Reifenpfleger rausgekommen ist. Also das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den man hier sehen kann. Und vor allem wirkt das Ganze nicht glänzend, sondern wir haben halt diesen schönen matten Effekt. Ganz deutlich kann man das auch hier an den Schriftzügen sehen. Also schaut mal hier, da kommt das Dunlop gar nicht zum Vorschein. Also hier die Buchstaben. Aber wenn ihr mal rechts und links schaut, da ist wieder alles aufgefrischt. Also man erkennt richtig alles, was auf dem Reifen drauf ist, die ganzen Bezeichnungen. Und da kommt das halt nochmal richtig schön zum Vorschein. Und was auch ganz gut funktioniert hat, ist, dass das Ganze auch richtig tief hier in die Zwischenräume, in die Poren mit reingegangen ist. Denn der Pfleger, der ist ja flüssig und das ist mir auch schon beim Auftragen direkt aufgefallen. Das ist sehr ergiebig, da ihr die Flüssigkeit sofort hier super einarbeiten könnt und verteilen könnt. Und deswegen gab es da beim Auftragen überhaupt keine Probleme. Und am Ende sieht man halt diesen super Unterschied zwischen vorher, wo nichts drauf ist, und nachher links und rechts, wo das Ganze aufgetragen worden ist. Und ich wiederhole mich nochmal, wie vorhin schon gesagt, dieser Matteffekt gefällt mir richtig gut. Ich würde sagen, dann schauen wir uns auch direkt nochmal an, ob wir hier noch einen kleinen Bonus haben und ob wir hier noch einen schönen Schutz drauf haben. Also auch was das Wasser angeht. Und schaut mal, auch da ist noch ein Appelleffekt mit dabei. Also auch da hat man nochmal einen kleinen Bonus, was die Regenfahrten angeht. Also da wird der Regen schön abperlen und der Reifen, der sieht dann nicht nur gut aus, sondern man hat auch den Schutz drauf. Und wenn man so einen Bonus noch mit dabei hat, dass der Reifen auch direkt noch mit geschützt ist, dann ist das eben umso wichtiger. Und vor allem
hat das Produkt dann sozusagen beide Punkte in einem erfüllt. Der Sonax Reifenpfleger ließ sich super auftragen. Ihr habt es gesehen, man braucht nicht viel Produkt. Ich habe für eine halbe Reifenflanke oder für einen halben Reifen zwei Sprüher benutzt. Ich würde sagen, einer reicht ja vollkommen aus, denn das Ganze ist flüssig, wie ihr gesehen habt, und sehr ergiebig. Also ihr braucht für den ganzen Reifen ein bis zwei Sprüher und dann habt ihr einen schönen, neuwertigen Look wieder auf euren Reifenflanken. Und da kommt auch ein richtig schöner matter Effekt bei raus. Also wir hatten nicht dieses speckige, aufdringliche, glänzende Finish, sondern ein schöner matter Effekt. Und deswegen sah der Reifen wieder aus wie in einem neuwertigen Zustand, als wenn wir ihn wieder gerade neu ans Fahrzeug montiert hätten. Und gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Man hat deutlich einen Unterschied gesehen zwischen vorher und nachher. Und dieser kleine Bonus kam auch noch mal mit raus, als wir mit der Sprühflasche noch mal Wasser aufgesprüht haben, gab es auch noch mal einen kleinen Abperleffekt. Und wenn man sozusagen noch mal einen schönen Reifenschutz mit drauf hat, ist das Ganze umso interessanter. Und deswegen hat hier Sonax für mich wieder ein richtig tolles Produkt rausgebracht. Wie gesagt, ist neu auf dem Markt seit diesem Jahr, seit 2020. Und deswegen hatten wir heute den ersten Test damit. Schreibt wie immer eure Meinungen in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr von diesem neuen Reifenpfleger haltet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis dann.